Die Weser hoch bis zur Nordsee oder Bad Karlshafen. 520 Kilometer mit dem Fahrrad in nur 3 Tagen. Ob es machbar ist, 173 Kilometer am Tag zu schaffen und was mich alles auf dieser Tour erwartet, seht ihr in den kommenden Videos. Also liken und abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr die ganzen Videos nicht verpasst. Viel Spaß bei dem Intro und somit würde ich sagen, auf geht's. Guten Morgen. So habe ich geschlafen. Jetzt geht's ins Wasser. Moin wieder vom Fahrrad. Ich war gerade ein verspätetes Frühstück um 12 Uhr essen zur Nordseite. Und mittlerweile haben wir 39 Grad im Schatten. Also ich habe die Windjacke jetzt auch nur an, damit ich jetzt nicht meinen ganzen Rücken verbrenne. Sonnencreme ist drauf, mehr als genug. Aber in der prallen Sonne hält man das dann wirklich nicht aus. Ich habe jetzt hier noch, ich gucke gerade mal nach, wie viele Kilometer es sind. Es sind jetzt noch 54 Kilometer bis zum Bremer Hafen. Ich hoffe mal, es werden jetzt keine Höhenmeter kommen. Und ja, von daher würde ich sagen, let's go, lasst uns die letzten 60 Kilometer schruppen. So, erstmal 2 Eis gegönnt. Ja, jetzt geht's weiter. Meine Verletzung von gestern. Der geht's ganz gut. Also oben, das hat sich vielleicht ein bisschen entzündet. Das hat den ganzen Schlafsack voll gealtert. Ja. Dummheit tut weh. Ja. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich muss Akku sparen bei der GoPro. Auch generell, beziehungsweise mit dem Fahrrad ist es egal, das ist eh leer. Aber das ist schon seit 70 Kilometer. Ich werde wahrscheinlich heute Abend einen Campingplatz, oder es ist geplant, sogar einen Campingplatz anzufahren. Da ich morgen nochmal vor allen Dingen die Zugfahrt und so filmen will. Und auch morgen in Bremerhaven da noch so ein bisschen rumfahren möchte und mir die Nörze oder die See generell angucken will. Schönes Fischbrötchen gibt es dann morgen früh. Von daher würde ich sagen, weiter geht's. Wir haben es geschafft, wir sind in Bremerhaven angekommen. Also eben war das Ortsschild da. Und somit würde ich sagen, geht's jetzt ans Strand und dann geht's erstmal Bitchy Bitchy Kini ins Wasser. Ja, war auf jeden Fall nicht die schlimmste Tour bis jetzt, aber war jetzt auch nicht die leichteste Tour. Vor allen Dingen die Nacht mit nur 4 Stunden Schlaf, da ich in Bremen 2 Stunden nach einer Ladestation gesucht habe, letztendlich keine gefunden habe, weil irgendwelche Idioten, würde ich schon sagen, einfach mal eine Parkbank als Ladestation gemacht haben und eine Müllsammelstelle. Aber was soll man machen, ne? Auf jeden Fall habe ich es jetzt in 2,5 Tagen, gut 2,5 Tage habe ich es geschafft, hierher zu fahren von der Münden nach Bremerhaven. Und ich guck mal, ob wir gleich das Meer sogar sehen. Let's go! Das ist jetzt die letzte Brücke, über die die Weser fließt. Und da hinten seht ihr große
Dampfer dann schon. Und ja, da vorne hört dann die Weser sogar auf. Die Nacht geschlafen, ich packe jetzt ein und dann geht's zum Zug. Let's go! Wie ihr seht, Fahrer steht hier und ich bin im Zug. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin im ersten Zug von dreien. Es ist jetzt 9.30 Uhr und angeblich soll ich um 3 Uhr wieder in der Münden ankommen. Mal gucken, was noch kommt. Ich würde sagen, lassen wir uns überraschen. So, ich versuche jetzt die Rolltreppe zu fahren. Funktioniert auf jeden Fall. Ich bin wieder zu Hause angekommen und ja, ich habe jetzt hier gerade auch mal mein Handy und kann euch hier nochmal Daten nennen, was ich gefahren bin. Ich bin nämlich 498 Kilometer gefahren, also laut den Apps, und auf dem Fahrrad bin ich sogar die 510 gefahren. Heißt, ich habe 10 Kilometer nur abgekürzt. Insgesamt waren es 3112 Höhenmeter und das Ganze bin ich gefahren in einer Zeit von, ich meine, unter 24 Stunden. Ich bin innerhalb von 23 Stunden und 30 Minuten die ganzen Weserweg hochgefahren, also nicht in einem Stück, aber ihr wisst, wie ich es meine, und hatte damit so eine Durchschnittsgeschwindigkeit immer von 20 bis 25 km/h, kam halt drauf an, wo ich lang gefahren bin. Aber an sich war es echt eine richtig coole Tour. Ich kann euch den Weserweg nur empfehlen. Das Restaurant an der Nordseite kann ich euch auch nur empfehlen. Auf Campingplätzen war ich nicht, außer an diesem einen Stellplatz da. Aber sonst bin ich alles frei gecampt oder habe alles frei belebt, und somit würde ich sagen, ciao. Es geht jetzt auch schon wieder zur nächsten Tour, zur nächsten Ausflug, zum nächsten Wasser. Ich sag nur ins Bereich, nee, so viel will ich noch nicht verraten. Es geht auf jeden Fall mal um was anderes, was ihr auf diesem Kanal noch nicht gesehen habt, was aber total zu Survival, zum Überleben, Nahrungsbesorgung, ich
sage da oben, ne? Seht ihr schon so ein bisschen was? Passt. Also, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr natürlich nicht das Video verpasst, wo ich dann das Neue ausprobiere und was es sich mit diesem komplett vollen Kofferraum auf sich hat und diesem ganzen Equipment, was ich diesmal dabei habe. Das ist jetzt nicht mehr ultra light, das ist nämlich ultra schwer. Also ich gebe euch kurz einen kleinen Sneak Peek ins Auto rein. Hier, kurzer Sneak. Mehr zeige ich jetzt noch nicht. Das war's. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao, ciao.